Hallo und willkommen zu diesem neuen kleinen Singleplayer-Projekt meinerseits. Und zwar spielen wir Minecraft. Ja, Minecraft, das war klar zu erwarten. Allerdings, folgendes Modpack wird gespielt: NPC Horizon. Ich habe jetzt noch keinen Titel für dieses Let's Play-Reihe. Ich werde diese Let's Play auch ganz entspannt angehen. Nicht hier so drücken, 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 weil das ist ein Modpack für die 1.12.2, also sehr neu. Ja, ich werde auch hier alle Links reinhauen, wo es, also es kann ein Technik-Launcher runtergeladen werden. Und ich hoffe mal, es ist auch nicht zu laut, aber ich denke mal, es wird zu laut sein. Mann. So, da habe ich es mal ein bisschen leiser gedreht, auch für mich, dass ich euch dann irgendwann mal im Stream oder so mal besser hören gucken kann. Ja, es wird auch ab und zu mal wieder ein Stream geben, deswegen mache ich auch nur das Projekt, also das als Singleplayer-Projekt. Mit Nico mache ich dann was anderes. So, und wie man sieht, ich habe hier schon mal eine Infowelt erstellt. Wir erstellen allerdings eine komplett neue. NBC. Horizon. Horizon, wer kennt den Spruch? So. Sieht. Dann nehmen wir ganz einfach. Viel Spaß. Aber ich starte noch mit Double S. Oder geht das Rucksack S? Jo, geht. Dann nehmen wir das. Welttyp. Wir machen eine Bodenstruhe an. Wir nehmen Biomes Oplenty. Wir können es versuchen. Ich versuch's. So, wir hatten das den Namen gegeben und wir erstellen jetzt die neue Welt. Und ich könnte dann sogar noch ein anderes Texturenpack reinnehmen. Ich werde es vielleicht in der zweiten Folge nehmen. Und dann könnt ihr in der zweiten Folge entscheiden, ob wir dieses nehmen oder das andere. Aber dazu in der zweiten Folge mehr. So, die erste Folge wird jetzt ungefähr 20, je nachdem, wie wir vorankommen. Auf jeden Fall habe ich mitbekommen, dass es da den Hungermod gibt, dass man andere Sachen essen muss. Also müssen wir uns viel mit Essen beschäftigen. Das ist schon mal gut. Was ich jetzt gerade noch nicht weiß, was für einen Lagermöglichkeiten wir haben. Ob es hier Refined Storage drin ist oder Applied Energetics. Ich weiß es nicht. Können wir uns nur mal überraschen lassen. Und dann mal schauen. Ach ja, die Welterstellung, das ist immer so eine leicht nervige Angelegenheit, aber nur leicht. Ach, ja, so. Jetzt kommen wir morgen, dass wir einen schönen Spawnpunkt haben. Und nicht mitten in der Wallerei spawnen. Am besten so ein Tor. 200 Meter entfernt noch ein Spawner. Und ich bin immer noch in dieser Perspektive. So. Wo haben wir da? Jetzt müssen wir mal bitte die Welt generieren, deswegen ist es ein bisschen ruckelig am Anfang. Materials and New Hammer, The One Probe Needs More und World Domination und Oak Blocks. Okay, erstmal einige Fackeln. Alles klar, wir müssen erstmal schnell noch ein was einstellen. Nein. Controls. Ich mag das Auto Jump nicht so. Einen Scoop für die Bienen. Okay, wir haben ein bisschen was zum Essen. Das ist schon mal gut. Da haben wir schon mal eine Spitzhacke und eine Truhe. Oh ja, die Kühe gefallen mir. Cherrywood. Da haben wir auch schon wieder Stein. Das ist gut. Da können wir klein bitte Steintools machen. Wir werden uns erstmal ein bisschen mit mit dem Essen beschäftigen. Es gab keinen Setzling. Das ist schade. Wir haben Tinker's Construct drauf, wie gesehen. Thermal Foundation, auch nicht schlecht. Was ich noch mal gucken wollte, ob wir hier andere Scheren haben können. Hier. Copper. Alles außer Steine. Okay, macht nichts. Auf jeden Fall haben wir ja schon wieder Kohle. Wir werden uns dann erstmal einen kleinen Spot suchen, wo wir uns hin platzieren können. Eigentlich wollte ich so viel Kohle wie möglich mitnehmen. Aber was haben wir hier? Wofür brauchen wir dich? Nuclear Craft. Wenn ihr es wisst, schreibt ruhig gerne in die Kommentare. So. Ja, okay, die nehmen wir mit.
Okay, jetzt suchen wir uns einen kleinen Ort. Lass mal erstmal nochmal schnell gucken. Abis Wie. Okay, wir befinden uns schon mal drinnen. Und jetzt gucken wir nochmal ab. Es ist sogar Applied Energetics 2 drinnen. Oder? Ja. Also können wir uns dann später aussuchen, mit was wir arbeiten werden. Allerdings werde ich bestimmt mit Refined Storage arbeiten. Ich dachte schon, es ist ein Garten. Nur ein Busch. Ich werde jetzt auch nicht so viel rennen, weil rennen wissen wir ja, ist nicht so gut. Von denen können wir auch nur 6 essen. Ja, das heißt, wir müssen wirklich. Keine Gärten. Ich hoffe mal, dass das dort im Garten ist. Okay, auf jeden Fall haben wir schon mal Zwiebeln, Leek, also Lauch. Bist denn du? Ein Igel. Ich dachte schon, du machst Schaden. So, aber nein. Okay, was sehen wir oben da? Einmal Kaffeebohnen. Jawohl. Und Canola. Blaubeeren. Auch mitnehmen. Und dann mal hier ein bisschen abarbeiten. Und hier haben wir noch ein bisschen Flaxseeds. Das heißt, wir können uns dann auf jeden Fall früh möglich ein Bett bauen. War jetzt nicht gewollt. So, wir haben noch 2 Plätze. Also werden das gerade so für Zieher drauf gehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt was suchen. Okay. Hier unten haben wir einen kleinen See, der relativ gut aussieht. Wir haben es auch ziemlich nah am Spawn. Da können wir nämlich hier ein bisschen Sachen anpflanzen. Da haben wir noch ein bisschen Reis. Können wir hier ein bisschen ein Haus hinbauen, eine Brücke langziehen vielleicht. Oder uns hier hinbauen. Ja, nein, auf jeden Fall nicht hier hin. Da sind Bienen. Vielleicht finden wir hier noch was Schönes. Wir haben ja alle Zeit der Welt. Derzeit können wir ja ein bisschen quatschen. Quassel, quassel. Ich hatte es an dem Infovideo schon gesagt, was am 22. kam. Was eigentlich erst am 23. kommen sollte. Aber ich habe mir dann gedacht, okay, jetzt ist es eh mal schnell oben. Lade ich es gleich hoch. Shader. Ah. Ist das auch ein Garten? Ja, also werden wir uns doch vielleicht hier hinbauen. Hier haben wir sogar ein bisschen Clay, Sand, Gravel. Also auf jeden Fall, dass wir mit Tinkers Construct anfangen können. So. Okay, jetzt packen wir erstmal das rein, was wir nicht so schnell benötigen. Das brauchen wir, das brauchen wir. Die Steine auch, die Beeren auch erstmal. Yep, so, dann machen wir es mal schnell eine Crafting Station an sich. Wir haben ein bisschen Steintools, also Stein, da können wir uns auf jeden Fall schon mal einen Stein hoch machen. Was wollte ich gucken? Ab. Eine Actual Edition ist drin, Ed. Einfach warm. Warm. Ja, wir haben nämlich die von Actually Editions drin. Das heißt, sobald wir uns mit der Hoe hier lang arbeiten, haben wir eine gewisse Chance, dass wir ein Wurm rausbekommen. Das heißt, wir können dann schneller Sachen abbauen. Ich mache mal noch eine Schaufel. So. Ja, da ist auch ein Bienenstock.
Aber okay, mit denen kann man dann arbeiten. Oder mit denen kann man leben. Ich hätte vielleicht. Ich mache noch eine Steinaxt. Steinaxt ist immer gut, weil da kann man vielleicht noch ein bisschen Holz farmen. Da hier drin auch Fast Leaf Decay drin ist, ist das alles gut. Vielleicht werden wir uns sogar in der nächsten Folge dann eher mit Tinker's Construct erstmal beschäftigen, dass wir uns ein paar Grundtools machen oder erstmal die Smeltery bauen. Da drüben haben wir auch noch ein paar Büsche. Ich will jetzt eigentlich gerade nur den frisch gesetzten Erdblöcken Zeit geben, damit Gras drüber wachsen kann. Okay, das bringt nichts. Haben wir hier einen Komposter? Oder gibt es hier Fertilized Dirt? Nein, es gibt Industrial Furturing. Okay, das ist hier mein Factory Load, wenn ich mich ganz und gar täusche. Farmland gibt es halt bloß hier die von Minecraft. Okay. Und dann halt die mit den Würmern. Auf jeden Fall werden wir uns dann hier erstmal eine kleine Buschwand hinsetzen, dass wir mal ein bisschen was haben, wenigstens. Genau, diesen Garten. Wofür kann man euch benutzen? Use. Dark Grey Flower Seed und Mutz. Ja. Hamstereisen. Also eher nichts so Feines. Okay, dann machen wir uns erstmal schnell noch eine Kiste nur für Setzlinge. Oder beziehungsweise für Essen. So, da haben wir schon mal einen Wurm. Sogar zwei Würmer. Entschuldigung. Denn mit den Würmern können wir ja dann ein 3x3-Feld automatisch bewässern lassen, theoretisch. So. Demzufolge kommt hier ein Wurm hin. Der macht das gleich mal. Und dann hier hin. Wir schaufeln erstmal noch ein bisschen Erde. Es wird gerade Nacht. Das ist natürlich eigentlich gerade sehr schlecht. Jetzt heißt, wir müssen wirklich die erste Nacht. Das kann raus. Der kann raus. So, die nehmen wir mit zum Essen. Das kann rein, das kann rein. Jetzt graben wir uns erstmal ein bisschen ein. Beziehungsweise pflanzen wir die an. Dass wir wenigstens erstmal ein bisschen was dann zu essen haben. Appetit. Da können wir uns noch ein bisschen Fertilizer herstellen. Ganz entspannt. Ja, super, da ist Erde. Nur gerade jetzt muss meine Nase jucken, auch nicht schlecht. Okay, wir haben hier Marble. Und Kohle.
und bin ich schon noch mal ein paar Fackeln noch machen, weil ich habe ja meine andere Kohle oben liegen lassen. Sehr schlau. Ich will mich nicht unter Tage festbauen. Allerdings, was halt gerade macht, wir haben noch keine gute Behausung, um halt wenigstens etwas geschützt zu sein. Sogar in dem Mod Texture Pack sieht das Diorite gut aus. So. Komm erstmal ein bisschen Kohle und noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Und noch das andere, was da rauskommt. So. Wir können ja mal spaßeshalber gucken, wie das Diorit aussieht. Polished Diorit. Es hat einen angenehmen Touch. Also können wir mit denen arbeiten, wenn wir das wollen. Oder wenn ihr das wollt und ich damit arbeiten soll mal. Wie gehabt, schreibt es in die Kommentare. So. Nehmen wir mal ein bisschen kleiner noch die Decke aus. Ah, kriegen wir Cobblestone. Andesit haben wir auch drin. Wir können ja mal da mal gucken, ob es irgendwelche Lampen gibt. Ich glaube, von Actually Editions gibt es Lampen. Weil hier wird es bestimmt auch einige Mods drin geben, mit denen ich mich noch nicht auskenne. Ich kenne mich nicht mit allen Mods aus. Ich kenne so ein bisschen den Grundstuff von, wie zum Beispiel von Actually Editions. Das stehen wir gleich hier. So, da können wir dann hier noch eine Stufe machen. Dann machen wir hier vielleicht noch ein bisschen rein. Da haben wir wieder Limestone. Wieder, ich sag schon wieder. Na gut, weil ich viele Minecraft Modpacks schon gespielt habe. Da ist wieder Limestone. Hm. So. Einfach mal gucken. Lamp. Okay, wie schon gesagt, Actual Editions haben wir drin. Die Redstone Lamp. Bibliocraft. Mr. Crayfish. Fortune Mode, Lamp. Lamp Controller brauchen wir nicht, weil wenn man die sneakt und rechts legt, gehen die an. So, haben wir einen Angel Ring. Ring. Wir haben einen Ring. Wir haben auf jeden Fall den Ring of Magnetize. Advanced Ring of Speed. Okay, hier gibt es ein. Okay, das ist neu. Das ist neu, das kenne ich nicht. Diese Ringe. Miners Ring. Gibt es kein Crafting-Rezept? Vielleicht kann man es im Dungeons finden, ich weiß es nicht. Das ist von RF Tools. Watering Can. Ist okay. Fast erstmal 60 Eimer, warum nicht? Demonic Pickaxe, da weiß ich ungefähr, wie das Rezept geht. So. Haben wir irgendwie gut, Seeds. Da haben wir nicht so viele Seeds. Es sei denn, okay, da sind wir viele von Tower's Craft. Das ist aber gut, die brauchen wir dann auch. Wird es langsam wieder Tag? Nö. Vielleicht lassen wir das auf jeden Fall als Höhleneingang. Dass wir uns dann vielleicht hier runter graben werden. Hier oben vor Öfen hinsetzen oder vielleicht hier sogar das Smeltery reinziehen. Können wir machen.
Was haben wir da? Rutilohr. So. Ja, Cherrywood. Cherry, Lady, nein, Spaß. Wir fangen jetzt nicht mit solchen älteren Musikklassikern an. Zerdus Quartz. Jetzt wollten wir schon mal gucken, haben wir hier den Void? Ja, Environmental Tech ist auch drin. Void Botanic Miner Controller. Really? Void War Miner Controller? Sogar Tier 6. Ich dachte, es ging nur bis Tier 5. Resource Miner. Okay, ist relativ günstig, allerdings sind die Structure Blocks relativ teuer. Sein wir haben es hier schon wieder hochgenommen. Structure Frame Tier 1. Man kann sich diesen auch herstellen unter Kaktusgrün und Leitflint und Diamanten. Auf jeden Fall gibt es Industrial Diamonds. Mal kurz gucken, Rezept gibt es anscheinend noch nicht so wirklich. Aber gleich wird's Tag. Da können wir dann wieder hoch an die Luft gehen, beziehungsweise kann ich dann erstmal die Folge beenden. So. Ja, dann habt ihr halt immer noch die Chance, so einen Kommentar zu schreiben, wie es euch gefallen hat, oder lasst doch eine positive Bewertung da. Ja, dann wird es doch nur ungefähr 25 Minuten lange Folge. Ganz entspannt, ohne Stress. Wir müssen uns erstmal mit Essen beschäftigen. So. Zacki, zack. Ja. So, schauen wir mal, was das Licht sagt. Mal gucken, können wir die überhaupt abbauen? Ja. Mal kurz gucken. Just, wofür brauchen wir das? Titanium-Ingot. Das brauchen wir für Advanced Rocketry. Also man könnte sogar noch weit wegfliegen, wenn wir das dann da wollen. So, aber nichtsdestotrotz sage ich es mal an der Stelle. Danke fürs Zuschauen, hoffe es euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked, ansonsten halt nicht, ist vollkommen angeschlossen. In dem Sinne, macht's gut und tschüss.